Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Jo, und ich wurde vom Julian angemeckert, weil ich losgequestet habe, einfach so. Obwohl ich noch nicht mal hier die ganzen Quests angenommen habe. Wir gucken jetzt mal durch, was haben wir denn da? Denn, ja, wie gesagt, wir haben Kampfabzeichen Allmächtiger Held. Brauche ich nicht annehmen, ist Blödsinn. Weil ich werde nicht in Dingens gehen. So, dann haben wir Richter Tamju, das wird Sirenenschloss sein. Dann haben wir hier Rüstungsschmieden, das müsste auch, ja, Sirenenschloss. Dann haben wir hier Sirenenschloss, 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 Sirenenschloss. Ja, Julian, siehst du, worauf es hinausläuft? Hier und die unteren hier unten. Lichtverzerren, dunkel erzeugen, Königsschildi, verschluckte Seele, das könnte sogar noch, ja, die können bei Gelegenheit mal raus. Es sei denn, ich gehe da alleine mal rein. Ich denke, mittlerweile sollte ich da locker durchkommen in dem Leuchtturm. Und dann haben wir hier noch, gemeinsam schaffen wir alles, die Kingdom Quest Geschichte, sind wir auch lange nicht mehr drin gewesen, leider. Und hier die Party des Jahres. Ich sag's mal so. Lieber Julian, ich habe schon vorher geguckt. Außerdem, selbst wenn, wäre es mir egal. Habe ich ja schon gesagt. So, also im Prinzip kann man sagen, dass... Was macht... Wie haut denn der? Ach so. Stimmt, da müsste vielleicht eine Axt noch mit dazu sein. So, Inventar ist voll. Okay, da war noch was. Außerdem muss man dazu sagen, dass ich hier getüdelt habe und so weiter und so fort. Und ich weiß, was ich mache. Und wie gesagt, wenn das jeden Tag aufploppt, dann ist das auch scheißegal. Weil, wie gesagt, über Nacht kommen da ja keine Quests hinzu. Also... Also, Julian, der Fehler lag bei dir, nicht bei mir. Nö, 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 nö. So sehe ich das zumindest. So. Und selbst wenn, würde ich es nicht als Fehler bezeichnen. So. Wir machen mal kurz ein bisschen Feuerholz, einfach weil ich gerade da bin. Ja. Kann zwar sein, dass wir die Quest dann anders als die anderen nicht einfach so abgeben und dann hinterher wieder annehmen. Aber kann auch sein, dass es nicht so ist. So, ich muss bei Gelegenheit mal wieder was verkaufen. Mein Inventar ist schon wieder voll gemüllt, wie nichts gut ist. So. Hopp. Feuerholz. 6. Jetzt haben wir ja alles weg, ne? Das reicht. Okay, dann werden wir jetzt loslegen. Die Mammuts, die haben nämlich noch das eine oder andere. Gut, hier steht auch noch wieder was rum, aber ist egal. Hallo, hier bin ich. Kommt ihr? So. Bleiben die an der Ecke stehen. Sowas. Eine haut schon wieder ab. Mal gucken, ob das reicht, wenn ich hier die hier noch mit triggere. Türe. So. Einmal hier um die Kurve. Beischein. Es läuft ganz gut hier. Okay. Das ist wunderbar. Brauche ich von dem auch was? Weiß ich gerade nicht. Ist egal. Ne? Okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe heute vor, natürlich wieder ein paar Quests weiterzumachen. Und wenn ich die Questies weitergemacht habe und wie gesagt, ich werde nicht vorsichtig sein, wenn wir es halt doppelt hauen, dann hauen wir es halt doppelt. Scheißegal. Werden wir halt weitersehen. Was ihr aber vielleicht festgestellt haben werdet, als ihr das Video angeklickt habt oder aufgerufen habt, der Titel ist sehr wahrscheinlich, auch wie gestern beim Herr der Ringe Online-Video, ein bisschen anders aufgestellt. Im Prinzip steht alles dasselbe drin, nur halt, dass ein Teil, der vorher weit hinten stand oder weiter hinten stand, jetzt weiter vorn stand. Ich habe das ein bisschen umformatiert sozusagen, weil ich festgestellt habe, das mag vielleicht daran liegen oder eben auch nicht, das werden wir jetzt rausfinden, dass halt Videos, die ich halt unformatiert, also sprich einfach nur mit dem Titel veröffentliche und der Folgennummer, dass die viel, 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 viel mehr angeguckt werden. Warum auch immer. Ist aber so, die kriegen potenziell mehr Aufrufe. Ja, und da will ich mal gucken, den Titel ein bisschen hin und her stellen und so weiter und so fort. Das geht jetzt auch in meinem Beschrifter. Ihr wisst ja, ich nehme halt so ein selbstgeschriebenes Programm, was das alles für mich, sagen wir mal, halb automatisiert und, sagen wir mal, verbessert. Fell haben wir. Es fehlt noch Fleisch, okay. Und diese Halbautomation, die ist hier strahlender. Nee, ich glaube, brauchen wir nicht. Hier ist nochmal Fell, das brauchen wir aber auch nicht mehr. So, und diese Halbautomation, die hat das eigentlich vorher nicht zugelassen. Ich habe aber den Beschrifter jetzt, ja, gezwungenermaßen sowieso umschreiben müssen, weil es ist nicht mehr so möglich, wie es früher möglich war, zu sagen, jo, okay, machst halt das eine und das andere nicht. Ich habe den jetzt so geschrieben, dass es quasi individuell einstellbar ist, wie der funktioniert. Das erkläre ich dann, wenn ich den mal vorstelle in dem Video, das wird die sicher kommen. Wahrscheinlich eine Vorstellung hier auf dem Kanal und dann diverse Tutorials, weil der, wie gesagt, ordentlich aufgebaut wurde auf dem anderen Kanal. Wird zwar kaum einer angucken, allerdings ist das ja am Anfang sowieso der Fall. Insofern ist das schon okay. So, wir haben Fleisch, eine Schlucht, Mastodons,
So, dann gucken wir mal. Ich bin allerdings noch nicht fertig mit dem Umschreiben, muss ich mal bei Gelegenheit weitermachen. Ich mache das übrigens, nur dass jemand sagt, kümmere dich lieber um den Zweitkanal, weil wenn du das sehen würde, würde er wahrscheinlich sowas in der Art sagen. Ich mache das größtenteils auf Arbeit, das Umschreiben von dem Programm, weil ich da momentan die Zeit dazu habe. Naja, ist auch kein Stört, dass ich es mache. Insofern, wie gesagt, bastel ich das Programm mehr quasi neben meiner normalen Arbeit nebenbei um und mach halt nur, sagen wir mal, die Feineinstellungen zu Hause, weil du kannst halt nicht alles hundertprozentig so einstellen, wie es will, wenn du, oder wie es soll, wenn du das, nicht zu Hause machst oder nicht da, wo ich halt auch wirklich drauf zugreifen kann. Zum Beispiel, wie gesagt, ich habe ja an meinem Firmenlaptop, wo ich das mache, keine Maus dran. Das heißt, ich musste sowieso erstmal die Taste umstellen. Das wird auch noch eine Option sein. Die werde ich einbauen, dass ich halt nicht mehr nur die eine Maustaste nehmen kann, sondern halt zum Beispiel halt auch noch ein paar Standardtasten. Zum Beispiel die Rollentaste oder die Drucktaste oder die Einfügentaste. Irgendwas in der Art halt. Momentan steht es auf der Einfügentaste. Aber das wird sich dann halt auch wieder ändern. Und wie gesagt, es wird eine Option eingebaut. Das wird das nächste sein, was ich mache. Eine Option, dass ich halt einstellen kann, ob ich eben auf welcher Taste ich das haben will. Nicht alle Tasten, weil das wird so schwierig. Da müsste ich nur einen Keylogger einbauen, der einen Tastendrucker kennt auf Befehl. Und mit Keyloggern tue ich mich grundsätzlich ein bisschen schwer. Das muss nicht sein. So, deswegen, wie gesagt, werden wir das halt so einstellen, dass das dann funktioniert. Und halt nur eine bestimmte Auswahl ist, weil ich kann jetzt auch nicht sagen, wie es in anderen Sachen hatte, einfach ein Inputfeld, wo die Taste reingedrückt wird, wo der das dann reinschreibt. Das funktioniert ja auch ohne Keylogger, allerdings geht das halt bei der Methode, wie ich die Taste abrufe, nicht, denn ich rufe die über eine Dingens ab, wo ich dann halt quasi nur den Binärcode der Taste rauskriege. Und entweder müsste ich es halt so machen, jedes Mal für jede Taste den Binärcode mit reinschreiben. Das würde zwar auch funktionieren, aber könnte halt auch zu Problemen führen. Deswegen wird es eher so sein, dass ich sage, jo, na denn, machst du nur eine bestimmte Anzahl von Tasten. Ich meine, dass jemand das A nimmt, ist ja eh unwahrscheinlich, oder das B, oder das C oder jede anderen Buchstabe oder die WASD oder hast du nicht gesehen, und auch die Zahlen. Eher unwahrscheinlich, Tastenkombinationen gehen nicht. Wie gesagt, deswegen nimmt man ja sowieso Tasten, die man nicht so oft braucht. So, Kältetyrann Garudan, komm mal her, dich brauche ich sowieso. Deswegen nehmen wir dich hier nebenbei mit. Ja. Ah, dauert jetzt ein bisschen. Ja, sobald er mich ranzieht, dann dauert es noch länger. Aber das kriegt man auch hin. Ja. Ah. Das ist ja sinnlos, Skill, aber egal. Oh, bin ich gescannt? Kann mich nicht bewegen. Aber rein. Lass mich los. Ich war eingefroren. Okay. Aha. Dann werden wir den nochmal einfrieren selber. Okay, und weiter. So, nebenbei noch die zwei Stoßzähne wären nicht schlecht. Und dann hätten wir auch schon wieder ordentlich was an Quests fertig. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin gerade dabei, die Programme ein bisschen umzuschreiben. Das ist ja, steht ja auch schon ewig auf meiner Agenda. Das stand schon auf meiner Agenda, bevor es überhaupt einen Zweitkanal gab. Deswegen, wie gesagt, ist es halt auch notwendig. Aber warum das notwendig ist, das habe ich gar nicht so richtig erzählt, ne? Warum es überhaupt notwendig ist, den Beschrifter umzuschreiben, ist weniger wegen der Neuformatierung des Titels, sondern einfach deswegen, weil ja es bei YouTube mittlerweile zig verschiedene Methoden gibt, wie das halt aussehen kann. Da gibt es das neue, in Anführungsstrichen, YouTube Studio. Im YouTube Studio sieht das halt ganz anders aus als auf dem Classic, was mir übrigens noch besser gefällt als das YouTube Studio. Die Classic-Version hat aber halt quasi eine andere Tastenfolge, die man drücken muss, um alles rund richtig einzustellen. Außerdem war es dann halt teilweise so, dass bei manchen die Einstellungen zu schnell waren, dass der Rechner nicht hinterherkam bei einem langsamen Rechner. Deswegen habe ich da halt quasi Wartebefehle eingebaut, wo man die Zeit bestimmen kann, in Millisekunden. Wie gesagt, und all so ein Gemüse halt. Jedenfalls, wie gesagt, ist es meine Hoffnung, dass das Teil jetzt ein bisschen individueller ist. Ich will noch ein paar andere Sachen einbauen, aber da weiß ich nicht, ob das funktioniert. Deswegen halte ich da mal erst noch die Gusche, bevor ich da irgendwas drüber erzähle. Wenn das fertig ist, dann werde ich auch noch den Aufnahmetimer, der ja nebenbei läuft und mir die Zeit sagt. Zum Beispiel, dass jetzt ungefähr 9 Minuten 50 Sekunden von dieser Folge vorbei sind.
Und der mir halt auch gleich die Zeit aufschreibt und so weiter und so fort. Der hat auch schon viele Neuerungen bekommen. Auch diese werde ich neu und vollständig natürlich vorstellen. Und da habe ich mir gedacht, vor, das in Form von Tutorials zu machen. Da werde ich dann halt sagen, ja okay, ich gehe mehrere Tutorial-Sparten gleichzeitig an. Einmal das und einmal vielleicht auch noch ein Minecraft-Projekt. Aber ich finde es ganz wichtig, dass halt auch direkt am Anfang, sagen wir mal, andere Tutorials als eben nur Minecraft, Schworener Bestienzahn kann ich nicht mitnehmen, what? Als eben nur Minecraft drauf zu finden sind, denn weil Minecraft ist ja Minecraft und ich will halt nicht, dass das ein reiner Minecraft-Kanal wird. So, wir haben noch Schluchtenwölfe, Schluchtenpörgis und Mastodons. Okay, das sollten wir hinkriegen. Wölfe waren da hinten irgendwo. Hallo Wölfe. Da ist er. Schluchtenwolf, Wolf. Meganatherons brauchen wir nicht, also nur Schluchtenwölfe, Wolfe, weiß schon. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo eine Stelle finden, wo möglichst viele auf möglichst auf einem Fleck stehen. Lelelelele. Lelelele. So. Mastodons machen wir ja. Eigentlich haben wir die fertig, genau. Haben wir ja fertig gemacht, so ist richtig. Die Pyrgis muss ich nochmal gucken, da kann sein, dass da noch was fehlt, aber das kriegen wir auch hin. So. So, Schluchtenwölfe, erledigt. Da fehlt halt nur noch die Halskette, das kriegen wir auch hin. Meganatherons brauchen wir nicht, welch Wunder. Oh, Kiste, Kiste, Kiste. I kissed the girl and I liked it. Ja. Okay, aufmachen. Wir haben drin jede Menge Gemüse, das ich nicht einsammeln kann, weil ja eh ein Ding ist. Aber es ist jetzt auch nichts Wertvolles dabei. Gut. Und danach werden wir wahrscheinlich mal nach Bera verschwinden. Nicht nur hier abgeben, sondern auch in Bera. Nämlich das Inventar-Lehrer in Bera. Also. Ein Lehrer, Inventarer in Bera wäre klarer. Oh, und vereistes Holz kann ich auch gleich weitermachen. Schön, 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 schön. Mach doch. So. Kannst du eigentlich mal eine Kette droppen oder sowas? Das wäre nett. Das wäre voll nett, wenn du mal fett eine Kette zusammen tropfst. Keinen Streit. Obwohl, den würde ich ja auch mitnehmen, wenn ich Platz hätte. Weil, ihr wisst ja, kann ich Elro herstellen und so. Muss ich nur bei Gelegenheit mal machen. Und so. Und so. Plum, Harz. Harz lassen wir liegen, wenn es nicht will. Harz. Nee, Holz. Gib Holz. Dankeschön. So. Holz. Und Holz. So, okay. Wir haben Transport im Schnee wiederholbar. Das waren die Pyrgis. Stoßzahn, Schluchtenmastodon. Das hier will ich erstmal abgeben. Das andere Zeug wird zwar potenziell auch wahrscheinlich zumindest die WDHs nicht mehr wiederholbar sein, anders als das Feuerholz hier. Aber ich mache hier immer mal eine Runde mit, weil ich gehe mal schwer von aus, dass ich eh nicht so weit komme. Wir brauchen noch Fleisch eines irgendwas. Wahrscheinlich Schluchtenpürgis. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal Wolfketten. Ich weiß nicht, ob es noch bessere. Ich glaube, vorne waren noch ein paar mehr Wölfe. Deswegen werden wir dann potenziell gleich mal davor laufen. Nachdem ich die drei hier tot habe. Wenn ihr hinterherlaufen würdet, wäre die Welt so schön. Ich könnte das ganze Schlucht leer räumen. Oh ja, das wäre toll. Naja, was willst du machen? So, zwei Tote. Ein nicht ganz so toter, den wir jetzt leicht antöten werden. Ja, nicht ganz töten, nur antöten will ich den, um zu gucken, ob er eine Kette droppt. Kannst du auch direkt rausrücken, weißt du ja, aber das macht er nicht, dann ist er selber schuld. Jo, was ist mit euch? Euch brauche ich nicht, den brauche ich nicht. Hier unten haben wir noch ein Wölfchen, aber da ist mir zu viel Gemüse drumherum. Mastodon, einmal Wolf. Mhm. Ich denke mal, den Mastodon werde ich eh gleich wieder los. Lalalala. So, hier hinten sind auch noch schön ordentlich was an Wölfen rumstehend. Der weiße Pyrgis. Ne, Pyrgis habe ich auch fertig. Ja, müssen wir mal gucken. Wird schon werden. Lalalala. Oh, was haben wir da? Ein Stab und Fleisch. Schmackhaftes Fleisch. Brauche ich das nicht auch noch? Ne, brauche ich nicht. Das ist ja normales Fleisch. Aber irgendwie brauchte ich ja auch noch Fleisch. Naja, ist egal. Ja.
Batman! Achso, nee, ich weiß nicht, was das jetzt damit zu tun hatte, ist egal. So, okay, die sind alle down. Schön, dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwas raushauen kann. Zum Beispiel die Ohrringe und einfach mal das Fleisch mitnehme, dann kann ich das stecken. So, bringt am Ende mehr. So. Okay, wunderbar. Okay, Seelenstaub nehme ich gerne mit. Und dann hätten wir hier hinten wieder eine Wolf. Dummerweise muss ich noch weiter gucken, weil irgendwie sieht das nicht so aus, als wäre hier großartig was los an Wölfen. Ja, ich führe hier einen richtigen Wolfkrieg. So. Oh, guck mal, Schlachtenhalskette wollte ich sagen. Wolfshalskette, noch eine. Ah, sieht doch gut aus. Was will man mehr? Was will man mehr? Oh yeah. Da hinten haben wir auch nur einen Wolf stehen. Wie ärgerlich. Kann mich halt auch nicht mehr dran erinnern, muss ich zugeben, als wir das gemacht hatten, wo hier großartig Wölfe waren, weil das ja doch schon ein bisschen her ist, dass wir großartig Wölfe verkloppt haben. Aber naja, gut, ist halt so. So, okay. Ich gehe mal kurz aufs Hottehü und guck mal, ob ich hier irgendwo was finde. So. Wir haben Vapurgis und Pilzis. Und Pilzis und Pürgis. Holzis haben wir auch. Auf der anderen Seite waren ja keine Wölfe, ne? Soweit ich mich erinnere. Also müssen wir hier gucken. Na gut, dann sind die Wölfe halt sehr schmal vertreten. Dann bleibt mal hier bei den Dreien und gut ist es. So. Komm, noch eine Halskette, dann habt ihr das auch geschafft von mir. So. Beziehungsweise habt das geschafft. Ihr habt es jetzt gleich geschafft für diese Folge. Denn wir werden jetzt erst einmal die Folge beenden. Und wir werden, ja, gucken. So. Plum, 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 plum. La 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 la. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann holen wir uns da halt die Halskette, die letzte. Ja, danke fürs Einschalten, ich muss dann gleich zu einer Hochzeit, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis denne und tschüss.